the difference der Unterschied between one Christian zwischen einem Christen and the other und dem anderen is how they know God. Ist, wie sie Gott kennen. I prophesy ich prophezei über your life, deinem Leben, that you will know dass God, du Gott kennen wirst. And you will do exploit. Und du wirst Großes tun. Klatsch deine Hände und sag, ich empfange es. And let me tell you, und lass mich dir sagen, the most powerful thing die allermächtigste Sache about serving God, Gott zu dienen with whatever he has given to mit us, was auch immer er uns gegeben hat, is that it brings us further than we can ever think or imagine. Es bringt uns weiter, als wir uns jemals vorstellen können. People always ask me, Menschen fragen mich immer wieder, please transfer your prophetic anointing to us. Bitte gib mir deine prophetische Salbung. And I always tell them, und ich sage ihnen immer, to transfer my prophetic anointing is very easy. Ich kann das ganz einfach tun. It's the easiest thing es I can do. Es ist das Einfachste, was ich kann. But are you able, aber bist du fähig, to live a life of sacrifice, ein Leben des Opferns zu leben, to maintain um zu erhalten, the gift. Diese Gabe zu erhalten. Because I am where I am today. Weil ich bin dort, wo ich heute because bin. Because of constant sacrifice. Wegen konstantem Opfern. I can only teach you. Ich kann dich nur lehren. What has worked for me? Was für mich auch funktioniert hat. Sacrifice. Opfer. Sacrifice. Opfer. Sacrifice. Opfer. That's what the blood of Jesus is all about. Darum geht es beim Blut Jesu. Nur God, um das. God started it. Gott hat das so angefangen. And we must continue. Und wir müssen weitermachen. If we want to see the power of God. Wenn wir die Kraft Gottes there sehen is möchten. No altar es gibt keinen Altar without sacrifice. Ohne ein Opfer. And there is no sacrifice es gibt kein Opfer without the presence of God. Ohne die Gegenwart Gottes. You want to see God move in your life, wenn du möchtest, dass Gott sich bewegt be in deinem Leben, mach dich bereit, give him a sacrifice. Dass du ihm auch ein Opfer it's bringst. Not Old Testament. Es ist nicht alttestamentlich. It's not New Testament. Es ist auch nicht neutestamentlich. It's God. Es ist Gott. The reason der Grund, why some churches warum manche Gemeinden see more miracle mehr Wunder sehen than other churches als andere Gemeinden is because of their sacrifice. Ist wegen ihrem Opfer. Serving God Gott zu dienen is not only the people that are doing something in the church. Ist nicht nur die Leute, die irgendwas in der Gemeinde tun. There are different ways you serve God. Es gibt verschiedene Wege, Gott zu dienen. You can be a prayer warrior. Du kannst ein Gebetskämpfer praying sein. For the church, für die Gemeinde beten. And nobody knows it. Und keiner weiß es. You are serving God. Du dienst Gott. You can be somebody du kannst jemand that sein, is helping a member in the church, der einem Mitglied in der Gemeinde hilft. And nobody knows it. Und keiner weiß es. You are serving God. Du dienst Gott. Don't focus on the crowd that is criticizing. Focus on the crowd that is going somewhere. Fokussiere dich nicht auf die Menge, die kritisiert, sondern die Menge, die vorwärts geht. Do you know what is our motto in this church? Wisst ihr, was das Motto unserer Gemeinde ist? We are like a locomotive that does not stop for a barking dog. Wir sind eine Lokomotive, die nicht bremst für einen bellenden Hund. Yeah. You see, have you ever seen a train? Habt ihr schon mal einen Zug gesehen? That is on motion, der voll in Fahrt ist. Riding, richtig loslegt. From Biel to Zurich. Von Biel nach Zürich. And then there is a dog by the side, make woo woo, and then the train driver tried to brake. No. Und dann steht da ein Hund an der Seite vom Gleis und bellt und dann tritt der Zug, der Lokführer voll auf die Bremse. Nein, Moment. Listen, one of my assignment in Switzerland eine meiner Aufträge in der Schweiz is to stop and silence every critic ist, against the church. Jeden Kritiker gegen die Gemeinde aufzuhalten und zum Schweigen zu bringen. Do you know, wisst ihr, if somebody doesn't fight them, wenn jemand sie nicht bekämpft, they will destroy the church in Switzerland. Würden sie die Gemeinden in der Schweiz zerstören. When I am addressing an issue, wenn ich eine Sache adressiere, I am addressing a spiritual issue that affects the body of Christ all over the world. Dann adressiere ich geistliche Angelegenheiten, die den Leib Christi um die ganze Welt herum beeinflussen. If that issue doesn't affect the body of Christ all over the world, I will not address it. I leave it. Wenn die Sache nicht auch den ganzen Leib Christi weltweit betreffen würde, dann würde ich überhaupt nicht darüber predigen. So if you love somebody, also wenn du jemanden liebst, you got to serve them. Dann musst du ihnen dienen. You got to serve them. Du musst ihnen dienen. If you love somebody, wenn du jemanden I dienst, I love this church to pieces. Liebst. That's why I'm serving you. Ich liebe diese Gemeinde bis ins Detail und deswegen diene ich euch. Anytime, jedes Mal, you offer a sacrifice, wenn du ein Opfer gibst. On the altar, auf dem Altar, the blood, das Blut, began to speak, wird sprechen, better things, bessere Dinge sprechen, for you, für dich, than the blood of Abel, als das Blut Abels, because sacrifice, Opfer, on the altar, auf dem Altar, has a voice, das Opfer auf dem Altar hat eine Stimme.